Ja, Freunde, willkommen zurück. Ihr seht es, das Ende des letzten Videos, das Ergebnis des Rob Van Dam Matches. Und jetzt schauen wir mal, wohin es als nächstes uns treibt. Wie gesagt, ich spiele nach wie vor komplett blind. Ich weiß nicht, welche Matches drin sind. Ich weiß nicht genau, wie das aussehen wird. Ich habe Vermutungen, welche Matches reinkommen. Also das hier war eins, das ich, glaube ich, wusste. Das hatte mir Tobi, glaube ich, erzählt. Da war ich nämlich auch damals so irritiert, wo er dann sagt, ja, das Rob Van Dam One-Night-Stand Matches drin. Ich so, hä? Trotz Niederlage. Und dann habe ich dann Stück für Stück realisiert, okay, es geht scheinbar um Matches, die John Cena verloren hat. Aber ich dachte bis vorhin gerade, als ich das hier Match hier gespielt habe, dass wir die Geschichte umschreiben. Dass wir halt als John Cena spielen. Aber wir spielen immer als die Gegner von John Cena. Es ist sehr interessant. Ich bin gespannt, was uns als nächstes erwartet. Ich hoffe, ihr seid mit an Bord. Ich wünsche euch, wir sind jetzt wirklich in der WrestleMania-Woche. Ja, gestern war Raw. Ich weiß natürlich noch nicht, was passiert. Ich werde nicht auf Ergebnisse oder was eingehen können. Aber WrestleMania rückt immer näher, ja, und ich wünsche euch schon mal dahingehend viel Spaß. Heute Abend, am Dienstagabend, gibt es unsere Opening Bell auf Jans Twitch-Kanal, twitch.tv/JanVomWTR. Wenn ihr Bock drauf habt, gibt es unsere Opening Bell zu WrestleMania dieses Jahr. Wir besprechen alle Matches der zwei Tage. Wir besprechen ein bisschen NXT und unsere Erwartungen an dieses Wochenende. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr das auf Jans Twitch-Kanal gucken. Oder entsprechend dann, ich glaube, ab Donnerstag bei uns im Wrestling Talk Radio auf der Webseite und im Podcatcher wrestlingtalkradio.de, dort dann die Adresse. Ne? Also, Freunde. Und natürlich inzwischen auch im Podcatcher heute online gegangen die Time Machine zur WWE Hall of Fame 2022 mit Undertaker, mit Vader, mit den Steiner Brothers, mit Chad Gaspard, mit Queen Chamel. Das ist heute auch im Podcatcher online gegangen, nachdem wir das am letzten Sonntag ja als Live-Premiere auf YouTube hatten. Also, mal gucken, was uns als nächstes erwartet. Rob Van Dam haben wir hinter uns gelassen. Mal sehen, auf wen John Cena als nächstes trifft. It happened so fast. I didn't find out till very late that I was, you know, gonna accept an open challenge with Kurt Angle. Okay, jetzt kommt Ruthless Aggression. One of the most gifted and decorated superstars in WWE history. He prides himself on being in great condition and he expects physically the best out of anybody who steps in there with him. I wouldn't have had it happen any other way because I didn't have time to think about it. It's like, hey, you're doing this. When? You got 5 minutes. This is John Cena, who could be looking to knock on the door of opportunity. What? Ruthless aggression. Kurt showed that even though I was ready to be in a WWE ring, I wasn't yet at the levels of the WWE's greatest superstars, but I was going to put in the work to get there as soon as I possibly could. Looking back on it now, 20 years later, I was trying to earn the respect of my peers when my focus should have been to earn the respect of the audience. And thank goodness I got a chance to learn that rather quickly. You know, here we're talking about a 20-year retrospective, and that doesn't happen without the first step. And I'm grateful to have such a demanding challenge. Das wäre doch ein sinnvolles erstes Match gewesen, ne? Warum startet das denn mit Rob Van Dam und kommt jetzt? Kurt wollte meine Wrestling-Fähigkeiten testen und hat das im Ring auch direkt mit zwei leichten Griffen von vorne getan. Mano. Also ja, ich weiß natürlich wieder nicht, ob diese Cutscene mit drin ist oder nicht, ne? Deswegen, ich werde immer zwischendurch versuchen, nicht so viel zu reden, damit hier auch nicht so viel weg ist. Erledigt. Er war stinksauer und als Kurt zur Ruhe gekommen war, nahm er die Zeit, mir richtig zuzusetzen. Nahm er sich die Zeit. Okay. Und so schnell wie das Match begann, war ich in großen Schwierigkeiten, als Kurt einen Ankle-Lock-Finisher bei mir ansetzte. Krass, ich hab einen Finisher. Angle Slam.
Machen wir den Ankle-Lock zuerst. Der wird ja auch automatisch die andere Aufgabe abhaken, weil ich ja Schaden mache. Oh, oh Gott, das ging sehr schnell. Zum Glück habe ich den Ankle-Lock verstanden. Zu meinem Unglück war Kurt weiterhin im Ring und verpasste mir eine bösartige schwere Kombo. Ja, eine bösartige schwere Kombo. Okay, eine bösartige schwere Kombo. Versuch's. Oh Gott. Wie schnell ist denn der? Egal. Johnny soll eine bösartige schwere Kombo machen. Komm, let's do it. Als er wusste, dass ich Sterne sehe, hat er mir im Ring einen leichten Angriff nachgesetzt. Mit einem... Lesen ist... Kann man machen, aber muss man nicht. Kontert er, ne? Ja. Mist, hätte ich auch kontern können. Ich habe nicht komplett schnell reagiert. Ey! Toll, jetzt habe ich das Schnellerholen komplett verbraten, weil er mich direkt weiter angreift. Ja, jubel du mal. Zwei. Er hat meinen Angriff überstanden und versuchte jetzt die Sache schnell zu beenden, indem er mich mit einem Signature Angle Slam auf die Matte schickte. Den habe ich natürlich schon verbraten, weil ich ihn schon gemacht habe. Nun müssen wir uns erst wieder verdienen und dann... Ich war wirklich angeschlagen. Ich warf Kurt alles entgegen, was ich hatte, aber konnte keinen Treffer landen. Der Kerl konnte drei meiner Angriffe kontern oder ihnen ausweichen. Okay. Also drei Konter. Ach, Mist. Ich mache erstmal schnell den Ankle Lock. Ey, das war ein Konter. Okay. Unfair. Er konnte, warte mal, entgegen, als ich konnte, kann er Treffer landen, Kerl konnte, egal, verstehe ich nicht komplett, gucken wir gleich nochmal. Ich glaube, ich muss die wirklich blocken, oder? Ich lese mal kurz, drücke, ja, ich muss, okay, was, also das Ausweichsystem nutzen mit dem Links-Rechts-Blups. Okay, drücke R1, um gegnerischen Angriffen auszuweichen und drücke Dreieck, um gegnerischen Angriffen zu kontern. Okay, das habe ich aber tatsächlich gemacht, gerade, hat nicht gezählt. Egal, ist nicht so schlimm, dann geht doch beides, hat der eine bloß nicht gezählt. Ist nicht so schlimm. John, aufwachen. Aufwachen. Du musst mich attackieren. Steht da oben, links. Los, hau mich. John. Nicht schlafen. Aufwachen. Das ist echt ärgerlich. Oh Mann! Gibt's das denn? Jetzt haut der daneben. Dass ich nicht mal kontern kann. John, warte, ich komme, warte, John, jetzt. Okay, das ist auch cool. Muss ich ausnutzen. Ich mag diese Folge von, das wird auch mein erstellter Wrestler wahrscheinlich so bekommen. Ich finde diese Kombo mit dem Shoulderblock und danach ein Überwurf, irgendein Belly-to-Belly oder sowas, finde ich super. Ich liebe so eine kleinen Kombos. Och, come on. Okay, mit Abs, also kontern müssen, ist viel schwieriger. Ja, das zählt wieder nicht. Ist halt kein Konter, sondern ist halt eine... Ja, das zählt nicht. Scheiße. Ach, come on. Jetzt hat's nicht gereicht. Okay, das wird ein bisschen dauern, Freunde. Das wird ein bisschen dauern. Aber wir haben ja Zeit. LOL, ich muss... Okay. LOL. Ja, das hätte ich mir wissen sollen. Okay. Kurt übernahm die Kontrolle und beförderte mich im Ring mit drei German Suplexes in Folge, was wir heute als Suplex City kennen, zu Boden. Wo habe ich die denn? Da? Nee, okay, das ist wahrscheinlich Signature, ne? Drücke, wenn du im Ring vor dem Gegner stehst, um ihn zu packen und dann mit... Okay, mit einem Suplex City auszuführen. Okay, von vorne. Aber ich habe tatsächlich im Versuch, welche Aktion es sein könnte, habe ich direkt die erste, habe ich einen Release German Suplex gemacht. Also, war ich jetzt nicht so schlecht. Okay, also links X. Let's go. Steh mal auf, John. Wir müssen da Suplessen machen.
Guck mal hier. Das ist unschön, John. Das ist wirklich unschön. John, guck mal. Zu plessen. Eins. John, wir zählen, ne? Zwei. John, bist du noch bei mir? John, guck mal. Drei. Cool, oder? Ich weiß noch, dass ich auf die Beine kam und noch einen Schlag ansetzen wollte, aber Kurt verpasste mir im Ring eine leichte Kombo und damit war ich bedient. Eine leichte Kombo. Ah. Was war das vorher, was wir nicht bekommen haben? Also die Variante mit dem es nicht schaffen ist nicht richtig. Warum haben wir vorher alle Ziele erfüllt und haben trotzdem nicht alle Belohnungen? Das gucken wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Ich würde auch tatsächlich, habe ich mir während dieses Matches, habe ich mir das überlegt, ich werde, glaube ich, am Ende einfach mal absichtlich alles verlieren. Ob dadurch irgendwas passiert, also dieses History-Rewriting-Prinzip, ob dann Kommentare von John Cena getaped wurden, ob wir dadurch irgendwas bekommen. Ja, das ist noch eine Überlegung, die ich gerade während dieses Matches hier mit Kurt Angle mir überlegt hatte. War, glaube ich, die erste Cutscene, wo ich mir das überlegt hatte, direkt gedacht, ja, das wäre eigentlich auch ganz interessant, das als ein Video vielleicht am Ende zu bringen, dass man einfach möglichst verliert, möglichst schnell und dann in einem Video einfach guckt, ob das irgendwas triggert. Ja, das machen wir am Ende. Offensichtlich hier in dem ganz speziellen Fall nicht. Ja, dementsprechend haben wir natürlich mit Kurt Angle den debütierenden John Cena besiegt. Der Start der Ruthless Aggression Ära. Und ja, ich würde an der Stelle schon wieder sagen, das Video ist vorbei. Ist ein bisschen kürzer gewesen als das erste. Das erste war aber auch natürlich sehr viel Reden. Ich hab euch sehr viel über mich erzählt und generell über das, was ich so mache. Und nun sind wir halt mittendrin im Showcase-Modus. Das heißt, das drumherum reden wird kürzer. Und ja, ich finde immer so ein bisschen schade, dass ich relativ safe nichts während dieser Cutscenes sagen kann, weil das ist am ehesten natürlich das, wo meine Gedanken so getriggert werden, aus Erinnerungen und sowas. Ja, das finde ich so ein bisschen schade, weil das nimmt dem Let's Play so ein bisschen den Fluss, aber it is what it is, right? It is what it is. Ich kann auch jetzt schon mal ankündigen, dass ich dieses Jahr auch wieder den Story-Modus spielen werde. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, mit welchen Wrestlern, ob mit meinen angestammten Wrestlern oder ob ich was Neues kreiere oder ob wir vielleicht sogar Sergei nutzen aus dem Pen and Paper, was wir spielen. Dementsprechend müssen wir mal gucken. Also mein Pen and Paper Charakter heißt Sergei Ferlitsch, also sehr gefährlich, ja. Und den könnte ich theoretisch auch hier im Spiel das erste Mal präsentieren. Muss man mal gucken. Also ich überlege noch. Aber dieses Mal wird es auch den My Rise Modus dann als Let's Play geben. Habe ich sehr viel Bock drauf. Ja, freue ich mich sehr drüber und sehr drauf. Nicht drüber, sondern drauf. Ja, ja. So, gut, Freunde. Dann nochmal die Mini-Werbung heute Abend auf Twitch, auf Jans Twitch-Kanal. twitch.tv/Jan vom WTR, alles zusammengeschrieben. Gibt es die Opening Bell zu WrestleMania, zu NXT und zu allem, was sonst noch so wichtig ist im Rahmen von WrestleMania. Und das Ganze gibt es dann als Podcast am Donnerstag. Das werde ich euch aber entsprechend dann in der nächsten Folge auch nochmal sagen. Denn wir sind am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Showcase-Modus. Ich hoffe, ihr seid bockig auf WrestleMania. Ihr seid nicht bockig auf, also ihr wisst, was ich meine. Ja, dass ihr Bock habt. Ja? I hope you have RAM. Ja, ich hoffe, ihr habt Bock auf WrestleMania. Und ich wünsche euch schon mal vorab sehr viel Spaß dabei. Vielleicht guckt ihr das hier auch im Nachhinein. Dann hoffe ich euch natürlich, dass ihr viel Spaß gehabt zu haben habt, hattet. Ihr wisst schon, richtiges Deutsch könnt ihr selber draus machen. Ja, ein bisschen mitdenken. In zwei Tagen geht es hier auf YouTube weiter. Dann mit dem nächsten Match im Showcase-Modus von und mit John Cena. Ich weiß wieder nicht, wer uns erwartet, aber wir werden es erleben. Theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass sowas wie der Undertaker vielleicht direkt als nächstes kommt. Aber wenn das hin und her springt, dann habe ich keine Ahnung. Wir werden es erleben. Ja, aber vielleicht kommt auch jetzt der Doctor of Thugonomics. Dann sind so Leute wie Eddie Guerrero gute Kandidaten für so ein Match. Oder auch kurz danach dann halt der Build-Up zum US-Title mit Big Show und JBL. Big Show eher nicht, weil der inzwischen bei AEW ist. Also vielleicht ein John Bradshaw Layfield. Also ich denke, sowas in die Richtung. Undertaker, Eddie Guerrero, JBL. Ja, einer von den dreien. Wenn wir halbwegs chronologisch gehen, wenn wir hin und her springen, dann kann es ja jeder sein. Ja, wir werden es erleben. Nächste Folge geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschakka und tschüss.